Hi ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder nach dem grandiosen Sieg gegen Wolfsburg mit dem 6:1. Ist man doch durchaus zufrieden. Jetzt aber gilt es, Schalke ein paar Punkte abzunehmen und somit den Tabellenplatz zu sichern. Schalke ist mit 7 Punkte, 3 Punkte vor uns. Und mit einem Sieg, der ich finde, nicht unwahrscheinlich klingt, könnten wir bis zum ersten Platz hochrücken. Sollte die Tordifferenz natürlich stimmen. Ja, durch den Sieg ist die Form aller Spieler recht gut. Gökhan Töre hat sich bei uns gut eingefunden. Hat ein ordentliches Spiel gemacht. De Camargo, keine Frage. Grandioses Spiel. 6 Tore. Dann würde ich mir gerne hier Transfermarkt hin tun. Da die Torjägerliste ist, die kann man auch mit 8 Toren Spitzenreiter. Und dann noch verliehene Spieler wären mir noch persönlich sehr wichtig. Und die wertvollsten Spieler. Dann natürlich noch die Tabelle, 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 Tabelle. Wo bist du? Ist es das? Nö. Tabelle. Bin jetzt blind worden? Ja, ist egal, jetzt machen wir gewonnen Titel. Tabelle haben wir ja schließlich da. Ah ja, kann es sein, dass, wenn auf der Seite bereits Tabelle ist, dass man die auf der Seite nicht mehr hin tun kann? Mann, 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 ich kenne mich ja gar nicht mehr aus. Dann würde ich mir gerne hier die Farbe grün hinmachen. Passend zu dem Strich hier oben. Gut, dann schauen wir mal, was da so ansteht. Sie haben einige Bereiche Mitarbeiter, die nicht im Sch ja, haben wir schon gehabt. Sie haben derzeit eines ihres Budgets überschritten. Ja, das nach wie vor die Baukosten. Stadion hat volle 5 Sterne. Nicht schlecht. Gut, dann geht's mal weiter. In der Veltins Arena wird schwer zum Schlagen. Besonders auswärts. Oh. Jamie Courager wechselt von Liverpool zu Bayern München. 33 Jahre alt. 3,4 Millionen Ablösesumme. Sehr unrealistischer Transfer, meiner Meinung nach. Aber mei, wenn sie ihn haben wollen, dann ist mir recht. Hätten wir uns eigentlich auch leisten können. Egal. Ich bin mit meiner Mannschaft vollkommen zufrieden. Luis Valencia ist ein grandioser Spieler. Ist aber so teuer. Naja, weiter. Okay. Da 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 da. Trainingsziele wurden erreicht. Passt. Ja, ich persönlich wäre ja glücklich mit einem Punkt gegen Schalke, weil Schalke ist schon eine Macht. Ist schon eine andere Macht wie Wolfsburg oder Stuttgart. Und das auch nur auswärts. Wird schwer. Oh, da gibt es einen Spielerstreit. Mal gleich schauen, vor wem. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Spiel. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, was sagen wir unseren Jungs? Ich sage einfach mal, gib Bestes, weil wir verlieren das heute nicht. Ist mir zu riskant. Nicht, dass es dann doch in die Hose geht. Und gegen Schalke, außer es ist ja doch schon etwas schwer. Außerdem ist es, glaube ich, ein Derby, oder? Egal. Ja, Jungs, gebt euer Bestes.
Und das sind wir auch schon im Spiel. Oh, Philipp, der Amt ist über uns verletzt. Scheiße. Wendt haben wir Gott sei Dank mitgenommen. Wie lange ist er verletzt? Sehe ich leider nicht. Was hat er überhaupt für eine Verletzung? Sieht man es irgendwie? Nö. Oscar Wendt, dein Einsatz. Okay. Wadenbrellung hat er. Wird nicht allzu schlimm sein. Jo, Jungs, Konzentration bitte. Da, eine Torschance für uns. Fast das 1:0. Wieder eine Chance für uns. Ecke von rechts von Arango. Ja, kann doch weitergehen so. Ja, wenn wir das halt gewinnen, Leute, dann stabilisieren wir uns doch nochmal etwas. Dann hätten wir 7 Punkte. Wären am 7. Platz umeinand. Oh, das. Das wäre schon ein großer. Nein, ganz, ganz, ganz kleiner Schritt zum Klassenerhalt. Jetzt die ersten paar Punkte sammeln ist wichtig. Form beibehalten, Selbstvertrauen schöpfen und dann in der ersten Liga verbleiben. Gut, 2 Minuten Nachspielzeit. Erste Halbzeit 0:0, nicht allzu viel passiert. Wir hatten, glaube ich, durchaus die meisten Torschancen, aber trotzdem jetzt nicht nachlassen. Nordfight, bringe ich Nordfight. Junge, bringe ich dich für Leitner. Bobadilla bleibt noch draußen. Hermann. Nordfight, Neustädter ist auch mit einer 4,0. Unterirdisch. Muss ich unbedingt motivieren. 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 Und Decamargo. Komm, Junge. Du bist immer für ein Tor gut. Letztens war es für 6 Tore gut. Jetzt muss mindestens für 1 oder 2 gut sein. Komm. Auch wenn es gegen Schalke auswärts ist, trotzdem. Konzentration, Jungs. Nein. 11 Meter für Schalke. Nein. 1:0 für Schalke. Schade. Ja, damit ist zu rechnen. Schalke einfach eine Macht daheim. Sind jetzt auf der Ballenplatz 1. Mann, Mann, Mann. Komm, Jungs. Nein, nicht das 2:0. Komm. Geht drauf, Leute. Oh, oh, oh. Davor mit einem 6:1 gegen Wolfsburg. Jetzt 1:0 hinten. Stadion ist ausverkauft. Interessiert uns nicht. Und jetzt würde ich sagen, müsste ich unbedingt mal auswechseln. 2 gelbe Karten in der Verteidigung. Dante mit einer 3,5 raus für Brauers. Und Bobadilla heute mal für Decamargo. Ah, nein, ich habe keine Wechsel mehr. Okay, wenn wir uns weiterspielen. Gut. Auf geht's, Brauers. Vielleicht du ein Kopfball oder so. In der Ecke. Das ist so typisch Spiel, das geht meistens 1:1 oder so aus. So habe ich so oft erlebt und dann ist meistens auch schon so passiert. Da ist Tor für uns. Oh, nein, kein Tor. Noch eine Chance. Ecke. Na ja, gut, die haben wir hinten also krasse Leute wie Metzolder und Höwedes. Die sind nicht gerade leicht zu überwinden per Kopf. Neustädter jetzt mit einer gelben Karte. Ich sage jetzt mal voller Angriff, alles oder nichts. Schiedsrichter habe ich bereits im Auge, macht mir aber nichts aus. Noch 10 Minuten, Leute, komm, 1:1. Spannend, Leute. Ja, und das 2:0 die Entscheidung. War klar, wahrscheinlich in Konter reingelaufen. Nö. Oder? Die Chance zum erlösten zweiten Treffer. Jetzt vielleicht nur dritte. Ja, 3:0. Heftig. Mann, Mann, Mann. 3:0. Ja, aber
Ist klar, wir haben nicht entweder Schalke oder so oder Dortmund in der Art, wir sind Borussia, Gladbach. Wir müssen damit leben. Ist für die fast schon Alltag. Gut. Stranzl. Naja, 3 zu 0. Der Ballenführer. Mann, Mann, Mann. Rutschen damit auf den 10. Platz zurück. Bisschen enttäuschend. Hätte mir mehr davon erwartet. Ja, dann sehen wir uns gleich im Nachbericht. So, jetzt sind wir hier im Nachbericht. Und ja, meine Ansprache ging in die Hose. Die Zitat des Tages war: Leistungssport spielt sich zwischen den Ohren ab. Gut, beste Spieler waren Torschützen natürlich De Camargo. Fair Play sind wir auf dem 16. Platz mit 7 gelben Karten. Oh, leck. Schalke ist auch nur schlechter. Na, wir haben nicht mal so schlecht. Oh, na, wir haben nicht schlecht. Doch, wir haben schlecht. 7 gelbe Karten. Also, Freunde. Hier sieht man es nun mal. Die anderen Ergebnisse. Wir haben Bayern gespielt. 1-1 gegen Kaiserslautern haben wir also angepatzt. Ist Kaiserslautern ist aber noch hinter uns mit 4 Punkten. Ein Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Ja, gut. 10. Platz kommen wir jetzt schon lieben damit. Oh ja, jetzt spielen wir sogar gegen Kaiserslautern. Wenn da ein Sieg hinkommt, dann ist die Welt doch wieder in Ordnung. Per Kluge jetzt in Grün-Weiß. Oh, wäre glaube ich auch nie passiert, der Wechsel. Naja. Philipp Danz fällt aus. 5 Tage, gut, der wird dann wieder fitzer. Sonderzug. Spendiert. Ihr Fanbeauftragter ehrenamtlich hat den Fans für das nächste Auswärtsspiel einen Sonderzug spendiert. Cool. Nicht schlecht. Löschen wir mal die ganzen Nachrichten. Dann hoffentlich. Na, warte, ich warte mal. Vielleicht ist Dams noch fit, wieder fit bis zum nächsten Heimspiel. Wird schwer. Alle Spiele werden schwer. Was kaufen die da, ey? Walter Samuel. Wechsel von Mailand zu. Warum immer so alte Leute? Verstehe ich nicht. Oh, ist ja schon Kracher, ne? Der wäre es für uns natürlich gewesen. Naja. Wenn wir schon irgendwie schaukeln jetzt. Gegen Kaiserslautern wird schwer. Jo, die letzten 24 Stunden der Transferperiode. Wir können uns eh keine mehr leisten. Von dem her. Arango. Ja, genau. Forderung 4,6. Mal Arango unbedingt ändern. Von der Transferliste nehmen. Ich verkaufe Arango, ne? Bin ich behindert? Arango ist einer meiner Leistungsträger. Hallo, wie der wechselt. Na, nix da. Ich will 4,6, wenn dann. Das macht mir sowieso keiner. Weil ich den eh von der Transferliste runtergenommen habe. Und gut, ja. Ist eh schon vorbei. Ein Robben ist der teuerste Spieler der Liga. Bei uns ist der 18. Marco Reus. Von dem will ich auch noch schnell was ändern. Zwar hat er eine feste Ablöse von 14 Millionen, die will ich immer raustun. Wie macht man das nun mal? Ich glaube, da muss man unter Transferliste gehen. Ich habe noch keine Top-Transfers, die oder. Der ganz klar neuer Welttorhüter für mich. Philipp Dams ist wieder fit, sehr schön.
Ich würde dann gerne noch hier einen Stopp einlegen. Hallo? Stopp einlegen? Ich, ja gut. So, jetzt. Du Sprachprobleme, gebe ich dir mal einen Dolmetscher, Freundchen. Gebe ich dir mal einen Dolmetscher. Zack. Und jetzt Transfermarkt. So. Dann. Na, wie macht man das? Transferverhandlungsstatus? Nö. Kooperationsverträge. Ha, na, interessant. Kooperationsverträge. Verträge. Hallo, Verträge. Gut. Wo ist denn unser Reus? Reusi? Reus, 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 da ist Reus. Die feste Ablöse würde ich ihm gerne raustun. Aber wie mache ich das? Glaube ich, kann ich gar nicht, oder? Schnelles Angebot. Ja, okay. Muss ich einfach mal hoffen, dass mir den keinen Wecker kauft. Wenn nicht, habe ich halt dann 14 Millionen mehr und kann mir ein paar Spieler holen. Josué King hat